Kann ich jetzt klingeln? Ah. Ist ja gut, ist ja gut. Gegenstand safe. Ich mach das mal alles da rein. Ah nee, hier kann ich erstmal was brauen, ne? Ich brauche mal was. Ach, Feuer Resistance Trank. Glaube ich. Geht ja nicht so. Doch, ich glaube, der geht so, ne? Oh, ich brauche erstmal Wasser dafür. Ah, Wasser war da hinten. Ah. Das sind Rätsel nach meinem Geschmack. Die man auch lösen kann. So. Super. Stand da noch irgendwas, was ich nicht gelesen habe? Oh, ja. Willkommen im Abholungsort. Du wirst hier abgeholt. Falsch, wir benannten diesen Ort nach seinem Erbauer. Tom Abholung. 1487 geboren, 1560 gestorben. Eine Gedenkminute, bitte. So, das war's. Okay, warte, ich denk mal kurz eine Minute. Tom. Was ist nur geschehen? Tom Abholung. Ja, also der Witz hätte auch von mir stammen können. Der war echt gut. Das Problem ist, oh, ich behalte mal lieber noch eine Flasche. Oh, nee, es ist glaube ich für vier, ne? Aber warum? Es sind ja, passt ja nur drei rein. Ich habe ja auch vier Magma Cream und vier Nether Warze. Viel zu viel. Egal, mache ich mir noch einen. Aus Spaß an der Freude. Dauert mir zu lange, ey. Desinfektionsbad. Also es ist ein Infektionsbad, ne? Aber die Dingens. Die Bayern, die sagen immer, das ist Desinfektionsbad. Ne? So, jetzt. Genug der Plauderei. Jetzt geht's hier mal an ernsthaften Stoff. So. Okay, warten wir mal, ob der Fire Resistance Trank fertig ist. Ich glaube, der geht so, ne? Bin mir relativ sicher. Oder ob der nur so kurz hält, dass ich mehrere brauche. Kann natürlich auch sein, ne? Vielleicht brauche ich ja genau vier Stück dafür. Ne, drei Minuten, das werde ich doch wohl schaffen, oder? Vorsichtshalber tue ich mal die Sachen noch da rein. Dann habe ich immer noch einen in Reserve. Ich denke mal, einer wird reichen, oder? Ich tue mal noch einen hier rein. Bin ich jetzt wirklich feuerresistent? Tatsächlich. Ich habe das noch nie gemacht. Oh, ist ja cool. Kommt der jetzt von da oder muss... Ja, okay, Halleluja. Ich dachte schon, ich müsste nochmal rüber. Ein bisschen blöd, ne? So. Komponentenlabor. Kann ich hier noch was brauen? Habe ich jetzt zu viel verschwendet direkt? Hoch runter, Dingens. Ah, ein Pissen. Blinky-Blinky-Teil. Cool. Ufter-Ufter-Einheit. Ufter. Auf Zustück. Ich glaube, das sind alles Stücke, ne? Von berühmten Komponisten. Vielleicht hat der Tom Abholung ja nebenbei auch ein bisschen Musik gemacht. Hä? Frische Luft. Ah, ist wieder der Lüftungsschacht, ne? Ob der mich jetzt wieder dahin zurückführt? Ja, das wäre ein bisschen langweilig. Oh, geil. Ob das eine Abkürzung ist oder ob ich hier einfach nur Smaragd finde. Ich gehe mal lieber noch nicht da rein. Ich will erstmal den Rest erkunden. Weil nicht, dass ich dann zu weit bin, ne? So. Ja, richtige 80er-Mucke. Auf Zustück Blinke-Blinke-Komponent. Ja, toll. Und? Instruktionsbuch. GBE-Testperson, Sie sind nützlich. Wir haben Ihnen dieses Schreiben zukommen lassen, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie noch weitere Golems befreien müssen. Ihr Boss. Toll. So nach dem Motto, gute Arbeit, dann darfst du noch mehr machen. Ne? Das ist nett wie immer. So. Oder ob das einfach nur eine Abkürzung ist, da durch den Lüftungsschacht? Ich weiß es nicht. Ich gehe nochmal rein. Ich komme hier gar nicht durch. Ah, ich muss durch den Lüftungsschacht. Komme ich da irgendwo durch? Ja, da hinten, ne? Da hinten falle ich durch. Okay. Alles klar.
Ich hab's verstanden. Es hat wieder lange gebraucht, ey. Es hat wieder lange hat's wieder gebraucht. Und ich hab noch Feuer-Resistance-Trank. Vielleicht werde ich ja noch irgendwas brauchen. Irgendwann brauchen. Hätte ich eigentlich die andere Flasche auch noch machen können, ne? Egal, scheiß drauf. Zack. Golem freilassen. Ich will's sehen. Ach da ist er jetzt runtergefallen. Toll. Jetzt bin ich wieder da. Und jetzt? Was hat mir das jetzt gebracht? Junge. Muss ich jetzt wieder zurück oder was? Stehe ich nicht. Ah, jetzt hat sich hier was geöffnet. Checkpoint. Bett. Tss. Hey, mein Kopf sieht aber gar nicht so aus, ne? Ist euch klar. Nacht machen. Zack. Ich glaube, der Typ mit dem Wagen hat sich immer noch nicht gemeldet, ne? So, hab ich jetzt geschlafen? Ich glaube schon, ne? Zum Labor des Schmerzes. Grüne Linie folgen. Okay. Boah, ich weiß gar nicht, wo die hinführt, die Linie. Oh, ich hab mich vertan. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Oh, Mann. Ich komme mal von der Linie ab. Nee, ohne Scherz, jetzt gehe jetzt einfach da mal hin. Der Witz jetzt. Ach, hier. Ich hab mich gerade gedacht, wie soll ich hier hochkommen? Okay, erstmal das die lesen. Unsere lustigste Erfindung, der Tränenstein. Zum Heulen komisch, nicht wahr? Ja. Fundstück, versteinerte Goldzähne. Ja, ich kenne das. Also wenn man eine Weile nicht die Zähne putzt, dann bildet sich da so eine ganz starke Schicht drum. Ne? Und eingeschmolzenes Briefgold. Ich glaube, die kleinen sind die Zähne, ne? Und die großen sind das Briefgold. Oder andersrum. Kommt natürlich drauf an, was man für ein Gebiss hatte, ne? Unsere preisgekrönte Erfindung, der Rostersatz. Für den Gebrauch in Heim und Garten. Vor Kindern und Bürokraten fernhalten. Okay. Also wenn jemand mal keinen Bock mehr hat auf Rost, ne, kann einfach das nehmen. Unsere neueste Erfindung. Was hat man denn jetzt? Unsere beste, lustigste Erfindung. Unsere preisgekrönte Erfindung. Unsere neueste Erfindung. Unsere coolste Erfindung. Verursacht Röteln, aber wir arbeiten dran. Die rote Funzel. Gammastrahlenbrocken. Tötet alles ab. Wir sollten nur das Glas durch eines ersetzen, was die Strahlung eindämmt. Bin tot, würde ich sagen, ne? Unsere langweiligste Erfindung, Kohle. Ist so. Nee, Kohle. Was? Labor des Schmerzes, oh, ich hab schon richtig Schiss. Monotone Gänge, dagegen kann man etwas tun. Du hast die Entscheidung. Boah, wo soll ich noch lang gehen? Ich glaube, der eine ist eine Sackgasse, ne, würde ich sagen. Nein, die führen ja zusammen. Ist ja krass. Cool, ne? Ja. Schon toller Einfall, ne? Klasse. Kommt eigentlich nichts mehr an Musik. Ich will mal ein bisschen Musik wieder haben. Oh, habe ich das Lied wieder. Ich habe einfach irgendwelche Knöpfe gedrückt jetzt. Da kann ich noch was brauen. Gruselige Polypen. Geh mal ein paar Lieder weiter zurück. Ich glaube, ich habe Wiederholung ausgestellt von der Playlist, deswegen. Hallo. Oh, diese sinnlosen Schilder immer. Es ist echt grausam irgendwie. Und wieder das Lied. Egal. Mein iTunes spinnt irgendwie. In diesem Bereich steigt deine Coolness um 5. Okay, Leute. Ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, ich kann endlich über diese Linie streiken. Über diese Linie schreiten. Bam! Upgrade. Cool. Labor des Schmerzes. Wie funktioniert das? Okay, hab schon verstanden. Lava. Schmerzgrad A++. A++. Ist das viel? Realitätssimulation. Oh. Twilight-Roman. Schmerzgrad. 9 irgendwas. Sehr viel, okay. Schublade. Schublade mit abgebrochenen Knauf. Ja. Steht kein Wort. Disk C418-11. Nö. Ist nicht drin. Wie oft denn noch Schublade?
TNT, Schmerzgrad exorbitant. Exorbitant ausartend. Hab ich heute noch ein lustiges Video von Coleman gesehen. Kompakteste 3x3 Pistentür der Welt. Braucht kein bisschen Schaltung. Okay. Kaktikaktea, Schmerzgrad 4. Die müssten sich eigentlich mal auf eine Bezeichnung einigen, ne? Ja, da haben sie A++, da haben sie irgendwie eine Millionenzahl. Dann haben sie exorbitant, dann haben sie 7. Oh nein, hier wurde ein Block vergessen. Wie peinlich. Jetzt sieht man hier, was wirklich dahinter steckt, hinter dieser Map. Ach ja, das ist grausam. Weißt du, ich hasse das. Immer tolles Image, ne? Und innen drin dann einfach nur... Ne? Kannst du nichts machen. Ich bin Lürgelef. Der Knopf, drück mich. Cool, gib einen Ton. Klasse. Hier gibt es hoffentlich einen Schmaragd. Wie funktioniert das mit dem Wasser? Ah, ich glaube, dadurch wird dann die Schaltung erst ermöglicht, ne? Okay, interesting, interesting. Kann ich den Diamant eigentlich auch einsammeln? Ne, ich glaube nicht, ne? Habe jetzt nur eine Durchsage bekommen. Will dich, ich will dich. Datenlager. Der komische Knopf, da sind wir hergekommen. Was ist hier? Also irgendwie ist die Map ein bisschen so... Weiß nicht, so sinnlos irgendwie. So ein bisschen, keine Ahnung. Dieses Schild ist dir eben gar nicht aufgefallen. Was nicht unbedingt schlecht ist, glaube ich. Was bringt das denn? So. Natur pur! Das hier ist Himmel! Und ein fliegendes Schild, was einfach so in der Luft schwebt, weißt du? Kannst du auch durchgucken. Bin ich zu blöd jetzt oder was? Meine Fresse. Für mehr Spaß am Arbeitsplatz. Juhu, geil! Ist besser als Golf. Bringt ja so wenig. Dann kann man die Weiche stellen. Oh, episch. Da fährt er geradeaus, ne? Oh, sowas Schwieriges. Jetzt endlich mal ein Rätsel, ne? Denk mal zuerst nur Spaß, nur dann ist es doch ein Rätsel. Okay, die muss ja dahin. Wenn ich da drücke, dann fährt er da lang. Dann muss ich aufs Lilane. Dann fährt er nämlich da lang. Und dann muss ich direkt aufs Rote. Und dann muss ich aufs Blaue. Okay, also erst grün, dann lila, dann rot. Oh, ich bin einfach zu langsam. Also grün. Ich bin zu blöd, ey. Jetzt grün. Ich muss schneller aufs Lilane kommen irgendwie. Nochmal. Hä? Wie soll man das denn schaffen? Junge, Junge, Junge. Verstehe ich nicht. Man muss ja richtig schnell sein. Also, was ich nicht kann halt, ne? Ich muss sprinten. Ich muss garantiert sprinten. Oh, das war jetzt... Oh, wie soll das denn gehen? Ich check's nicht. Oder muss ich hier gar nicht? Doch, ich glaube, es war der einzige Weg, wo ich weiterkomme, oder? Ich gehe nochmal zurück. Wenn ich schaffen würde. Oder ist das nur sinnlos? Vielleicht kriegt man dann ja ein Dingens. Hier, wie heißt's? Ich glaube, das ist der einzige Weg, wo ich weiter kann.